Nach 8 Jahren erste und zweite Bundesliga geht es für unsere Arminia in den ersten Spieltag in Liga 3. Der Auftakt in die neue Saison könnte schwieriger nicht sein, denn es geht gleich mal gegen den Mitaufstiegskandidaten Dynamo Dresden und das auch noch auswärts. Im heutigen Video schauen wir auf das Spiel, was vor mindestens 25.000 fußballverrückten Fans ausgetragen wird. Nach dem Intro geht's los. Wie schon eben erwähnt, das Stadion wird rappelvoll werden. Bereits am Montag wurden 25.000 Karten für dieses Fußballspiel verkauft und es werden mindestens mal 28.000 bis 29.000 Fans erwartet. Und das für ein Spiel in der dritten Liga, das ist einfach nur Weltklasse. In dieser Saison werden die Dynamos natürlich alles daran setzen, wieder in die zweite Bundesliga aufzusteigen, denn letztes Jahr hat es nur ganz knapp nicht geklappt. Nachdem man am vorletzten Spieltag eine sehr überraschende 4-1-Klatsche vom Absteiger SV Meppen bekommen hat, reichte am letzten Spieltag nicht mal das 2-1 gegen den VfB Oldenburg. Am Ende wurde man in der Abschlusstabelle 6. Hört sich jetzt natürlich erstmal gar nicht so knapp an, aber da oben war alles ziemlich eng. Am Ende hat tatsächlich nur ein Punkt zum Aufstieg gefehlt. Sehr positiv aus Dynamo-Sicht, das Team ist größtenteils zusammengeblieben und man konnte sich sogar noch verstärken. Nur ein Leistungsträger ist gegangen, aber dafür namhafte Neuzugänge. Dieser Leistungsträger ist Tim Knipping. In der letzten Saison hat er bis auf 2 Spiele alle mitgemacht und war unangefochtener Kapitän der Mannschaft. Nach 3 Jahren Dynamo Dresden wechselt er jetzt ablösefrei zum Ligakonkurrenten SV Sandhausen, wo er bereits von 2016 bis 2019 gespielt hat. Weniger Leistungsträger, aber dennoch nicht unwichtig ist Michael Akoto. Oder Michael Akoto. Aber ich glaube nicht, dass er Michael ausgesprochen wird. Er hatte in der vergangenen Saison sehr viel Verletzungspech gehabt und kam deswegen nur auf 21 Einsätze. Nun wechselt er ablösefrei zur Aarhus GF, wo er ja bekanntlich dann mit Jani Serra zusammenspielen wird. Kommen wir jetzt zu den Neuzugängen. Maschallah, das ist einfach nur böse. Robin Meissner kommt ablösefrei vom Hamburger Sportverein. Letzte Saison war er schon an Viktoria Köln verliehen, wo er bereits Drittliga-Luft schnuppern konnte. Dort überzeugte er mit 12 Toren und 5 Vorlagen aus 37 Ligaspielen. Tom Zimmerscheid kommt ablösefrei vom Halleschen FC. 10 Tore und 3 Vorlagen aus 34 Spielen sprechen absolut für sich und darum ist Dynamo Dresden auch hellhörig geworden. Kyuhoon Park. Bitte schreibt mir in die Kommentare, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Kommt für eine kleine Ablöse von 150.000 Euro von Werder Bremen. Bereits letzte Saison war Park schon an Dynamo verliehen und wurde gerade in den letzten Spielen sehr wichtig. Mit 22 Jahren hat er auch noch ordentlich Potenzial, also wahrscheinlich ein guter Deal. Und mit Lucas Cueto kommt Zweitliga-Erfahrung zur SGD. Dieser wechselt ablösefrei vom KSC zu Dynamo. Leider konnte er sich bei den Badenern nicht wirklich durchsetzen. Über die gesamte Saison spielte er kein einziges Spiel über 90 Minuten. In der dritten Liga soll es nun besser laufen. Diese Neuzugänge gepaart mit den vorhandenen Leistungsträgern wie zum Beispiel Kevin Ehlers, Jakob Lewald, Jonathan Meyer, Paul Witt, Niklas Hauptmann, Julius Kade, Manuel Scheffler oder auch Stefan Kutschke ist natürlich eine absolut ekelhafte Mannschaft für die Drittliga-Konkurrenz. Auch der Trainer von Dynamo Dresden ist ein ordentlicher, denn das ist Markus Anfang. Ach, kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Markus Anfang. Hello again. Da bin ich wieder. Die Vorbereitung sah überwiegend gut aus. Bereits im ersten Testspiel konnte man den Landesligisten Königswerther SV mit 14:0 wegklatschen. Erwähnenswert ist noch der 2:0-Sieg gegen den Zweitligisten SC Paderborn oder das Unentschieden gegen Slavia Prag mit einer Wahnsinnsunterstützung von den SGD-Fans. Im letzten Testspiel vor der Saison gab es aber dann nochmal einen kleinen Dämpfer, denn das verloren sie mit 0:1 gegen den Ligakonkurrenten Halleschen FC. Genau wie für unsere Arminia wird für Dynamo Dresden das Auftaktprogramm alles andere als einfach. Denn bereits am zweiten Spieltag geht es auswärts zum Mitaufstiegsfavoriten SV Sandhausen. Also werden sie natürlich gerade in den ersten beiden Spielen alles reinhauen, um schon mal ein deutliches Ausrufezeichen an die Konkurrenz zu setzen. Am Ende vom Video spricht dann nochmal mein Arminia-Herz. Natürlich hätten wir uns alle einen leichteren Gegner zum Auftakt in die dritten Liga gewünscht, aber es ist nun mal gerade DSG Dynamo Dresden geworden und das auch noch auswärts.
Ich denke mal, ein Punkt könnte eventuell drin sein. Es wird aber sehr, 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 sehr schwierig. Natürlich auch, wie eben schon gesagt, weil sie einfach ein mega Aufstiegsfavorit sind natürlich. Meiner Meinung nach, mit etwas Glück, wie eben gesagt, können wir da einen Punkt mitnehmen. Aber ehrlich gesagt, kann ich nicht wirklich dran glauben. Dynamo Dresden zum Auftakt ist ein absolutes Brett. Und ich denke mal, die werden uns ja leider mit 0 Punkten nach Hause schicken. Wir müssen uns dann auf die nächsten Spiele konzentrieren, aber natürlich lasse ich mich da gerne eines Besseren belehren. Auftaktsieg, auswärts, in Dresden, das wäre was Feines, das könnten wir mitnehmen. Aber gut, ist halt so gekommen, wie es ist. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung in den Kommentaren dalassen. Meint ihr, Arminia könnte das schaffen, am ersten Spieltag gleich in Dresden zu punkten, oder fahren wir mit leeren Händen nach Hause? Alles gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt und dann würde ich das Video an dieser Stelle auch beenden. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben natürlich da, Abo auf den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin raus und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!